da eine Seite bekommt zwei Kassen zum Preis von 5. Genau, und eine haben wir gratis, Herr Stern. Die kommt auf dein. Ja, das kauft auch kein Mensch. Ach so, ja, dann gibt's zwei von mir. Ja, gut. Ja, machen wir so. Einen schönen guten Abend. Hallo. Guten Hallo. Abend. Guten Abend, geht's euch gut, ihr Lieben? Ja. Geht euch gut. Also nochmal diese Seite. Geht's euch gut? Ja. Übrigens haben Sie es gesehen, Cassandra heute in dem Kostüm von Sue Ellen. Wir können das doch mal ausprobieren. Ja, Herr Stern. Wir können das doch mal ausprobieren. Pass mal auf, ich will mal sehen. Ich will mal gucken, ob ich das hab. Ja, genau. Gehst du nochmal von der Bühne? Nochmal raus. Von der Bühne und dann probieren wir ja, es mal. Ja, die Show ist dann zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes nach Hause. Meine Damen und Herren, wir schalten um zu Dallas. Ja. Leider kein Text beim Playback. Oh, das kann ich ja noch machen. Ich bin zu Ellen, habe ich die ganze Zeit getrunken. Ach, ja. Woher wissen Sie, dass ich hinter der Bühne getrunken habe? Man sieht, ich wurde angerufen. Ja. Herr Schöpf, Sie haben mich aber aus dem Konzept gebracht. Wir müssen ja noch mal hier gucken, wie diese Seite. Sie haben ein Konzept? Ich komme ja ab und zu mal ja vorbereitet hierhin, wissen Sie. Ach, ja. Zwar nicht immer, aber ab und zu mal. Ja, Sie müssen entschuldigen, das bin ich nicht gewohnt. Ja, von Amelie sind Sie das nicht gewohnt. Ja, genau, ich bin das nicht gewohnt. Ja, aber von mir, Herr Stöck. Ja, das ist. Ja? Also ich damals bei mir, übrigens komme ich nicht aus Rumänien, nicht aus Jugoslawien, nicht aus Bulgarien, nicht aus Aserbaidschan oder sonst, aber ich komme wirklich aus Kroatien. Ja, ich bin eine waschechte Kroatin, Herr Stöck. Ah, ja. Ja. Aber Sie kriegen das irgendwie nein, nicht das so... Nein, das ist ich, Sie wissen... Ja. Ich dachte, Sie kämen vom Klingelbürz. Nein. Da waren wir mal früher. Erinnern Sie sich daran, haben wir früher unsere Shows gehabt. Ja. Ach so, aber ist Vergangenheit, Herr Stöck. War in den tiefsten 70ern, aber die haben wir heute nicht. So, ihr Lieben, wie seid ihr denn drauf hier auf der Seite? Vielleicht sollten Sie das mit Ihrem Kostüm von zu Ellen nochmal überlegen. Also, so höre ich mich an, wenn ich morgens aufstehe. Also, ich wollte ja auch nicht hören. Also, nochmal diese Seite bitte. Wie seid ihr drauf? Und diese Seite. Ja, es sind ja auch weniger auf der Seite. Ja, deswegen machen wir so, Herr Stöck, da wir... ja, Sie sind ja auch auf der Seite, aber da Sie ja vielleicht ein paar Kilos mehr haben, können Sie sich vielleicht hier vorne in die erste Reihe sitzen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen, das Übergewicht so ein bisschen auf der Seite. Aber ich will ja nicht böse sein. Sonst werden Sie mir ja heute auch noch ein paar reinwirken, denke ich mal, oder? Ich? Nein, Sie sind ja immer nur nett, ich weiß. Ich komme hier gar nicht raus. Das ist gut. Man hat mich ja nach den 500 zum Kulturschock hier wieder eingebaut. Und ja. Ach gut, und das heißt, Sie müssen jetzt weitere 500 Schocks da hinten sitzen bleiben. Ich war ja noch schnell im Urlaub, ne? Ja. Ich war noch in den Ampullen. In den Ampullen? Ja, das sind die Antillen, Herr Stöck. Ja. Ach so, ja, und dann war ich noch auf den Salmonellen. Auf den Salmonellen? Ja, da habe ich abgenommen. Also, das sind die Sardellen. Sardinien. Nein. Sie bringen mich gern durcheinander, Herr Stöck. Wie machen Sie das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mich kann man nicht so schnell aus dem Konzert bringen. Das werden Sie schon sehen heute Abend. Ihr Lieben, wir hatten ja Pre-Opening, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Das war Milva, dreifach Milva. Und das war Hurra, wir leben noch. Das ist eigentlich dieses praktisch nach dem 500. Kulturschock. Ihr habt uns immer noch an der Backe, ihr Lieben. So schnell verschwinden wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten doch mal einfach mal wieder. Hurra, wir leben noch. Das war wir müssen noch eine Dame heute entschuldigen. Ja. Else Rö. Ja. Ja. Die ist ja zusammen mit Trude Herr in ihre Tiefkühltruhe gegangen und die zwei müssen noch zwei Wochen schönheitsgefrieren. Genau, wegen letzter Woche. Ja. Das war wirklich sehr, sehr stressig. Ja, genau. Abgesehen davon hat mir Else Rö die Tage noch geschrieben: Liebelein, ich kann leider bei deinem 80er-Jahre-Schock nicht dabei sein. Sie hätte keine 80er-Lieder. Da habe ich zu ihr gesagt. Das stimmt nicht. Hat sie nicht? Nein, das stimmt. Sie schrieb, sie hat gefrierbraten. Sie hat gefriert. Das gab es doch schon in den 80ern, oder? Ich meine, man sieht das, wenn sie sich hinten nur mal umzieht, dann sind die immer schon so Parisse noch zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, dann meinte ich aber, sie kann auch ruhig noch ein Lied vom 31.12.79 nehmen. Und dann meinte sie, ob es vielleicht auch ein Song geht aus 1880. Und hab ich gesagt, das akzeptiere ich auch. Aber sie wollte nicht. Genauso wie es mir leid tut für Amelie Mels Kurz. Oh. Seid ihr traurig, dass sie heute nicht da ist? Nein! Ja, für die Leute, die Amelie Mels Kurz nicht kennen, kommt nächste Woche, ihr lernt sie kennen. Ja. Dann gibt es nämlich den 90er, weil wir machen, wir sind ja klug, 80er und dann machen wir direkt die 90er hinterher. Ja, und Amelie geht's wirklich nicht gut. Sie hat mich angerufen, sie hat Migräne, liegt im Bett.
Aber ich bin ja ein kluges Fräulein, damals gab es Geromeo noch nicht, heutzutage ist man ja bei Geromeo. Ich telefoniere gerade in dem Moment mit Amelie Metzkurs und sage, Liebelein, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Und in dem Moment höre ich von Geromeo, sie hat Sex drinstehen und dann, oh, sie hat eine Message bekommen, aber sie hat natürlich Migräne. Also, naja, egal. Anderes Thema. Ihr Lieben, wir fangen einfach an, wir haben ein pickepackevolles Programm heute Abend und ich werde es jetzt starten für euch. Wer könnte ich außer Sue Ellen noch sein? Ich bin eine Dame natürlich aus den 80er Jahren, die früher gesungen hat. Ach. Wer? Alexis. Oh, wer war das? Alexis. Alexis, und jetzt komme ich gleich. Wer hat Alexis gesagt? Wer war das? Da vorne rechts, ja. In der Ecke auch noch. Du wusstest genau, dass du diesen Satz sagen wolltest, weil du genau weißt, wie du dran sitzt und nicht zu dir rüber. Das haben wir doch geplant. Okay. Bitte. Wir haben extra ein Verlängerungskabel gelegt. Ja. Ich bin der Transe, die zum Beispiel auch in die Gänge reingeht. Das kann ich euch, das werde ich euch nachher präsentieren. Ich neige auch ab und zu mal drauf zu fallen. Also nehmt euch einfach in Acht. Wer hat Sandra gesagt? Das warst du. Du siehst aber noch gar nicht aus wie 30, 32. Wer bist du denn überhaupt? Katha. Du bist Katha? Yvonne Katterfeld. Wir haben Yvonne Katterfeld heute hier. Ich bin der Sandra. Also, Sandra, woran hast du das denn erkannt, Liebe? Keine Ahnung. Ja, du musst einfach sagen, du bist Sandra. Ja, du bist Sandra. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Guten Abend. Ja, und hallo, guten Abend zusammen. Und ich beginne einfach mal den Song jetzt. Sandra und Innocent Love.